Liebe Kolleginnen und Kollegen des Bundesrates, die österreichischen Unternehmer, die Wirtschaft allgemein, stehen seit Jahren vor großen Herausforderungen. Zuerst die Corona-Krise und jetzt die galoppierende Inflation, Lieferkettenprobleme etc. Auch wenn wir als freiheitliche Bundesratsfraktion der heutigen Regierungsvorlage zustimmen, darf ich ein paar Kritikpunkte anbringen. Die Förderagentur für wirtschaftsnahe Forschung, Entwicklung und Innovation, kurz FFG, wird wohl mit der Abwicklung der Förderanträge überfordert sein. Ich bin schon gespannt, wie die FFG die Anträge bearbeiten und eine rasche Auszahlung der Betriebe umsetzen wird. Die ÖVP-dominierte Wirtschaftskammer startete bereits vor Jahren eine Kampagne zur Stärkung des Unternehmertums. Vielleicht erinnern Sie sich noch, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut oder geht es den Unternehmen gut, geht es der Wirtschaft gut. Leider wird dieser Slogan der heutigen Zeit nicht gerecht. Die Steuereinnahmen sind derzeit auf einem Rekordhoch. Umsatzsteuer plus 17,8%, Lohnsteuer plus 10,3%, Körperschaftssteuer plus 45,2%, Kapitalertragssteuer plus 45%, Einkommensteuer plus 19,1%. Österreich braucht jetzt korrekte Maßnahmen, damit die Mehreinnahmen des Staates wieder zurück an die Menschen und die Unternehmen und Selbstständige fließen, und zwar fernab von sozialistischen Enteignungsfantasien. Eine Geldverteilung mit der Gießkanne und Schnitzelgutscheine werden dabei aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das haben wir bereits des Öfteren kritisiert. Der erste und wichtigste Schritt wäre daher eine Entlastung der Steuern auf Arbeit, sowohl Arbeitnehmer- als auch arbeitgeberseitig. Ein konkreter FPÖ-Vorschlag liegt auch, die Mehreinnahmen, die der Finanzminister derzeit lukriert, dafür zu verwenden, die Mineralölsteuer zu senken. Daher stelle ich folgenden Entschließungsantrag. Die Bundesräte Markus Steinmauer und weitere Bundesräte betreffend Gerechtigkeit im Stromkostenzuschutzgesetz herstellen. Der Entschließungsantrag lautet: Der Bundesrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die die Umsetzung insbesondere nachstehende Forderungen sicherstellt. Stromkostenzuschuss auch für Haushalte, die über keinen gesonderten Stromliefervertrag verfügen. Zweitens, Erhöhung des Grundkontingents gemäß Stromkostenzuschutzgesetz für Menschen mit Behinderung, die auf stromintensive technische Assistenz angewiesen sind. Drittens, besondere Berücksichtigung von Haushalten, die mit Wärmepumpen im Stromkostenzuschussgesetz. Danke.